Welcher Radfahrer, Fußgänger oder Autofahrer steht schon gerne vor einer geschlossenen Eisenbahnschranke und wartet, dass der Zug endlich kommt? Zugegeben, ich auch nicht. Zurzeit gibt es aber eine Diskussion in Braunschweig, die mich doch ein bisschen umdenken lässt. Vielleicht haben Sie schon davon gehört, es geht um die Grünewaldstraße im östlichen Ringgebiet und da fährt eine kleine Bahnlinie durch. Ich glaube, das ist Gifhorn Braunschweig oder irgend sowas. Und da fahren hin und wieder Züge und da gibt es zurzeit eine Schranke und da muss man halt warten. Ja, einige finden das ganz furchtbar. Warten Sie doch nicht. Ja, da und da wird es dann heftig, nicht nur in Braunschweig, aber hier besonders. Da kann man doch richtig dicke Löcher graben und einfach unter den Schienen herfahren. Tja, aber das kostet Millionen, wie zu hören ist. Und leider Gottes gibt es eine Pressure Group, eine Lobby nennt man das auch, in Braunschweig, denen ist das egal. Denen ist das völlig egal, was es kostet, die Unterführung unter der Bahnlinie an der Grünewaldstraße muss her. Millionen? Egal. Ich halte das für unvernünftig. Ein bisschen warten kann jeder. Wir warten viel zu selten. Wir sind alle immer nur hektisch und in Bewegung und möchten noch schneller an irgendwelche Ziele gelangen. Dass der Weg aber das Ziel ist und dass zum Radeln auch das Verweilen gehört, die Pause, das scheinen einige vergessen zu haben. Und die haben anscheinend mittlerweile in Braunschweig eher das Sagen. Nur um Missverständnisse zu vermeiden. Ich neige politisch weder zu den Christdemokraten noch zu den Freien Demokraten noch, was weiß ich, zu den Sozialdemokraten oder Grünen und zur schrecklichen AfD erst recht nicht. Aber ich bin dafür, dass wir weiterhin an der Grünewaldstraße nur ein bisschen warten. Der Zug kommt. Der Kölsche wird sagen, der Zug kütt. Und dann geht's weiter.